whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Der Artback Ugedal ist der zweite Artback, der nach der Zeit der Schließung durch Artback gebrannt wird. Zuerst kam der Artback 10, der 10-jährige reguläre Single Malt, auf den Markt. Dann folgte der Artback Ugedal und jeder wunderte sich, dass dieser Ugedal keine Altersangabe trägt. Stattdessen wurde der Ugedal nach einem Loch, einem Süßwasserloch oberhalb der Brennerei Artback benannt, aus der die Brennerei ihr Wasser bezieht. Der Artback Ugedal ist nur ein hochprozentiger Whisky. Das ist nicht zu verwechseln mit einem Fassstärke-Whisky, denn dieser Whisky mit 54,2% ist sicherlich nicht in der Stärke abgefüllt, wie die Mischung der zur Herstellung dieses Whiskys verwendeten Fässer nun ergeben hätte, sondern Artback nennt das eine traditionelle Whisky-Stärke, was immer Sie sich darunter wohl vorstellen. Das Besondere am Artback Ugedal ist, dass er nicht nur die für Artback so typischen Ex-Bourbon-Fässer enthält, sondern auch ungefähr 10% Sherry-Fässer, beziehungsweise den Whisky aus ehemaligen Sherry-Fässern. Und das macht den Ugedal etwas, na, sagen wir mal, umstritten zwischen den Artback-Liebhabern. Die einen sagen, das ist kein echter Artback, weil ein Teil Sherry-Fässer drin ist. Und die anderen sagen, ein toller Malt. Und Artback hat mit diesem Single Malt etliche schöne Preise und auch den Titel The Best Whisky of the World vom Whisky-Autor Jim Murray erhalten. Also, wir haben hier einen Whisky in der Flasche und gleich im Glas, der einen gewissen hohen Anspruch hat. Nun, was können wir von ihm erwarten? Wir dürfen einen sehr rauchigen Whisky erwarten. Wir dürfen aber auch ein bisschen einen fruchtigeren, weicheren Malt erwarten als den Artback 10, wer ihn schon kennt. Ich fülle nun relativ wenig ins Glas, weil ich trinke keine Malt Whiskys oder Single Malt Whiskys, die mehr als 50 Volumenprozente aufweisen, weil das mir die Geschmacksknospen im Mund doch relativ stark betäubt und dann bekomme ich nicht so viel von den anderen Aromen mit und der Alkohol würde hier dominieren. Also ich fülle mir jetzt etwas weniger ein und werde gleich ein paar Tropfen Wasser hinzugeben, dass ich gerade so unter die 50% komme und das ist dann für mich eine sehr schöne Stärke, mit der ich mich auch traue zu probieren. Wie für alle Artbacks steht über diesem Artback eine tolle Rauchnote. Und gleich dahinter kommt ein süßer Sherry, der jetzt auch nicht sehr aufdringlich ist. Wie gesagt, ich sagte vorhin, nur 10% Sherry-Fässer werden eingesetzt. Und damit bindet sich dieser Sherry-Ton wunderbar in den typischen Artback, in die Süße des Artbacks mit ein und bleibt auch hinter dem Rauch zurück. Und dann kommt sowas wie ein Stück Tabak. Ein Stück wie ein Tabakgeruch, wenn man so eine Pfeifentabakdose aufmacht und der erste Geruch einem in die Nase steigt. Also für mich, der ich Nichtraucher bin, der angenehme Teil des Tabaks. Und dahinter so etwas wie gerösteter Kaffee, kräftiger. Und dazu eine Süße, die zum Teil aus dem Sherry, zum Teil die typische Artbeck-Süße. Und vielleicht auch ein bisschen Karamell, ein bisschen Fatsch. Auf jeden Fall deutlich süß. So, nun wollen wir hier ein paar Tropfen Wasser hinzugeben. Nicht zu viel, damit uns der nicht zu sehr verwässert. Das wird mit Sicherheit schon reichen. Und gleich steigen Fruchtaromen auf. Viel Malz. Der Rauch bleibt in diesem Fall deutlich zurück. Manche Whiskys gewinnen am Rauch, also verstärken sich im Rauch, wenn man Wasser zusetzt. Dieser Malt nimmt ab. Und tolles Malz. Tolle Frucht. Und nun ist Zeit zum Probieren. Ja, habe ich ziemlich gut getroffen. Hinter dem Ganzen kommt jetzt noch ein bisschen Eiche hervor. Der Sherry setzt sich durch.
Der Rauch ist wunderbar eingebunden, gar nicht mal so stark, wie man erwarten würde für einen Artback. Und ist eigentlich ein sehr schöner, runder Single Malt, der seinen Titel Best Whisky of the World vermutlich zu Recht gewonnen hat. Mir schmeckt er gut. Und zum Abschluss sei vielleicht noch etwas gesagt. Artback füllt seine Single Malt Whiskys in Chargen ab. Die können mal kleiner sein, die können mal größer sein. Das beginnt so bei 10.000 Flaschen, endet vielleicht bei 50.000 Flaschen. Und Sie finden dann hier unten am Rand der Flasche häufig eine kleine schwarze Zahl, die beginnt mit einem L. Und dieses L ist dann gefolgt von einer Zahl und es gibt die Jahreszahl an. Wenn hier also jetzt steht L9, dann steht das für eine Charge, die in 2009 abgefüllt wurde. Und von Jahr zu Jahr unterscheiden sich diese Chargen etwas. Aber der Grundcharakter, die Mischung zwischen den Ex-Bourbon und den 10% Sherry-Fässern, das bleibt erhalten. Wenn Sie also sich wieder mal eine solche Flasche gönnen, in unserem Shop haben wir eigentlich immer davon, dann sollten Sie sich nicht wundern, wenn Sie da gewisse Unterschiede zu den vorigen Chargen entdecken. Aber die Unterschiede sind nicht so gewaltig, dass Ihnen der Whisky jetzt auf einmal nicht mehr schmecken wird. Ich freue mich, dass Sie mir zugesehen haben und ich freue mich auch, wenn Sie wieder hier reinschauen. Herzlichen Dank.